Naja, auf jeden Fall muss er hier mal noch einen Zaun anbringen. Der muss das Gelände auf jeden Fall sichern. Dass hier nicht Unbefugte reingehen und dann irgendwie Verletzte. Ah, da ist er ja schon. Dass es hier keine Verletzten gibt. Hallo. Moin. Servus. Moin. Sind die 9600 von der Stadtgemeinde? Von der Rechnung, die ich euch Ja, genau, das zugeschickt war habe? das vorhin Ah, dem okay. Blitzer und den Genau. Straßenlaternen. Geht wieder alles. Jo, gut. Hallo, Herr König. Hi. Kennst du mich noch? Wenn ich ehrlich bin, nein. Wir sind doch damals zusammen zur Schule gegangen. Damals hast du noch keinen Bart gehabt. Das stimmt. Wer ist mit Vornamen? Sunny. Sunny, Sunny, Sunny. Irgendwo ganz tief im Gedächtnis war da, glaube ich, was. Ja, wenn man 36 Leute in der Klasse hatte, kann man sich nicht an jeden erinnern. Stimmt. Erinnerst du dich an den Herrn Geppert? Der war Geschichtslehrer. Ach ja, das war der, wo ich immer eingepennt bin. Ja, okay. Naja, was machst du jetzt hier? Arbeit suchen. Wie kommst du denn überhaupt hierher? Hier abgelegtes Kaff. Das ist sehr witzig. Mein Cousin hatte ja einen eigenen Hof gehabt, Moment. wo ich. Jürgen! Ja? Schau dich schon mal um. Okay. Gut. Also mein Cousin hatte ja seinen eigenen Hof gehabt und er hat den Hof so zugrunde gerichtet, dass man gar nichts mehr retten konnte. Dementsprechend musste ich halt weggehen und mir was Neues suchen. Und dann bist du mir eingefallen, weil du ja immer gesagt hast, du willst Landwirt werden. Ja, habe ich auch im Moment geschafft, nur bin ich gerade noch ein bisschen auf dem Forstwirtschaftszweig. Also ich probiere mich erst gerade ein bisschen mit Forstwirtschaft durchzuschlagen, ein bisschen Kohle zu verdienen. Wäre ja auch nicht schlecht. Hab auch schon einen Auftrag an Land gezogen vom Lohnunternehmen. Da könnte ich auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Könnte man machen. Also wenn du Bock hast, ich kann dir gerade im Klar. Moment halt nicht viel zahlen, aber Kost und Logis ist frei. Das ist wenigstens etwas. Das ist Ja. ja auch schon eine Art Bezahlung. Ja. Und wenn es dann mal läuft, dann kriegst du ja auch ein eigenes Auto und so Zeug. Ja. Ist kein Thema. So, ich muss jetzt hier mal dem Jürgen noch die Parzelle hier verkaufen. Ich muss mal gerade gucken. Du kannst ja mitgehen, ich muss den gerade mal suchen. Ja, mal sehen, ob wir den finden. Ja. Das ist nämlich ganz neu im Angebot hier, das Kieswerk. Oh, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, ich habe nur gesehen, er muss hier auf jeden Fall noch einen Zaun drumherum ziehen. Da drüben ist er. Wo? Da oben auf dem. Der inspiziert aber genau, ey. Da muss ich aufpassen. Jürgen, und Moin! wie schaut's aus? Ah, tipptopp! Alles gut in Schuss? Alles tipptopp! Na, das freut mich. Alles wie es sein muss. Die Förderanlage hier hast du ja schon gesehen. Ja. Dann würde ich dir gerade mal noch drüben den anderen Bereich zeigen. Kommt hier was raus oder Nee, das kann ist im man hier Moment irgendwas? stillgelegt eigentlich hier. Okay. Ich kann dir hier drüben zeigen. Noch schon ein paar Leute am Arbeiten. Ja, Sind die die müssen. dabei? Ja, das Kieswerk hat im Moment Angestellte, die soll das natürlich übernehmen. Ah, perfekt. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja, das würde ich auch machen. Hier ist Die eigentlich auch kennen sich schon stillgelegt. aus. Okay. Hier hast du. Da kommt was raus. Da wird der das Zeug Ja, das hier. habe ich schon gesehen. Sand, Kies Sand, und Kies und Kalk. Kalk. Ja. Also das kannst du. Da kannst du bestimmt auch einen Abnehmer finden. Ja, und
Was genau braucht die? Die braucht, im Grunde muss sie dann nur einen Kraftstoff reinfüllen. Also musst du halt ordentlich betreiben, ne? Ordentlich betreiben, ja. Guten Diesel. Am besten so rein, wie es geht. Oh. Ja, ich habe ja die Dieselproduktion. Ja, ist ja optimal dann. Ja, würde ich gern kaufen, das Ding. Was Jo. kostet das? Moment, muss ich gerade mal nachgucken. Ich schau mal gerade noch hier. Muss gerade mal Ein hier oben noch. großes Gelände, ey. Ja, da musste. Moment, ich muss mal gerade hier von oben noch was gucken. Mit hoch. Ja. Also was du. Muss ja schon. Was du auf Das jeden wo? Fall machen musst, ist außenrum noch einen Zaun ziehen, gell? Weil hier ist. Außenrum einen Zaun ziehen. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Sag schon Jungs Bescheid. Weil, wenn hier Unbefugte das Gelände betreten, bist du natürlich der Verantwortliche. Ja, ich mach Das mal wäre. kurz ein Bild. Oh, mach mal. So, dann gucke ich gerade mal rein. Hoch hier, ey. Ja, klar. So, hätten wir 256.704 netto mal. Gleich. Das wären brutto 308.000. 308.000. Okay. Wie viel kriegt die Stadt da noch? Wie, was kriegt die Stadt noch? Ja, also Steuern da. Ach so, 25.600, 700. 20.000. Soll ich ja direkt schon überweisen? Ja, kannst du machen. Konto denn? Ich meine, eintragen kannst du dir das ja selber. Ja, Dann, ja. 25.000. 700. Jo. Ist das erledigt? Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit, ne? Und Jo. pass auf, dass er nicht Hier mit deinem runterfällst. Schulfreund. Ja, jetzt bin ich gerade mal überlegen. Kannst du den mal noch irgendwohin mitnehmen? Klar, wohin? Ideal wäre es bis zu meinem Waldstück. Anschmachen. Ich würde dann, ich muss gerade mal überlegen. Ja, die Säge liegt ja schon mal dort. Die Kettensäge habe ich im Wald liegen lassen. Dann kannst du da schon mal vielleicht ein paar Bäume umsägen, weil ich bin ein bisschen langsamer wie ihr. Was hast du denn für einen Traktor? Ja, den John Deere da oben. Aber da, mein Sitz ist zugemüllt, da kannst du leider nicht mitfahren. Ja, ich lebe gerade ziemlich viel im Traktor. Eieiei. Ja, von A nach B. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wer noch Bauern was. halt, ne? Mal viel zu tun. Ja, eigentlich, ach so, die Hackschnitzel zum LU muss ich noch liefern. Okay. Gut. Jo, Jürgen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Jo, euch auch. Sunny, wir sehen Bin uns Ding. dann drüben im Wald. Ja. Ich glaube, ich kann da jetzt direkt hinfahren. Ich glaube, dass keiner mehr was von mir wollte. Okay, gut, dann bis später. Ich beeile mich. Wieder. Ja. Bis Tschö. später. Okay, nun, da haben wir ja alten Kollegen. Na, falscher Blinker. Ich meine, der Schneider ist ja verunglückt, das heißt, zu dem müssen wir, den müssen wir erstmal nicht suchen. Dann bin ich gerade am Überlegen.
wir jetzt tun? Ich denke, zum Hans-Peter wollte ich eigentlich noch. Aber das hat, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Da lasse ich dann die Poltergabel im Wald liegen. Und wenn ich zum LU fahre, dann muss ich mir nämlich eigentlich noch so Kredit. Warte, ich habe eine Idee. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich hatte da mal eine Frage. Ja, was? Wir hatten ja die 6200 ausgemacht für die Hackschnitzel. Ja. Würden Sie die auch als Vorschuss bezahlen? Wie als Vorschuss? Ja, also dass Sie jetzt mir jetzt schon das Geld bezahlen, weil ich müsste nachher noch was beim Händler kaufen. Ja, aber ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Bei dir kann ich eine Ausnahme machen. Ja, ich meine, du hattest ja das Kreditangebot gemacht, darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt einsteigen. Deshalb dachte ich, vielleicht können wir das über einen Vorschuss regeln. Ja, ich überweise dir das gleich. Okay, supi. 6200 waren es. Ja. Gut, dann. Inklu Steuern, das passt schon. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Okay. Jetzt muss ich gerade doch mal aufrufen. Ja, passt. Dann kann ich nämlich mir noch eine Poltergabel, eine Palettengabel kaufen. Soll ich gleich mir. Soll mir doch noch einen Kredit holen? Oh, jetzt haben sie ja auch noch einen Blitzer aufgestellt. Ah, den Kompost Award. Das war's beim LU, der wollte den Komposter kaufen. Ich glaube, wenn ich ihm die erste Ladung Hackschnitzel liefere, dann fahre ich mit dem da hoch. Dann kann er sich das anschauen. Nein. Oh, ich habe die Poltergabel daheim gelassen. Oh, Mist. Ist natürlich das Arbeiten ein bisschen schwerer. Habe ich die vergessen, ey. Ja, und dann war der ja doch nicht so viel schneller. Mal gucken, wo habe ich denn den Häcksler abgestellt? Ah, da. So.
Kannst du gerade mal, Sunny? Ja? Das Rad mal abkuppeln. Klar. Danke. Ah, mir ist ein Missgeschick passiert. Was hast du gemacht? Ah, ich habe vergessen, die Poltergabel wieder dran zu machen. Oh Gott. Ja, ich mach mal gerade hier alles fertig. Ich habe die Säge im Übrigen gefunden. Ah, sehr gut. Ja, hatte ich hier beim Ding hier abgestellt, glaube ich. Okay, der läuft. Ist schon mal gut. Ich bin jetzt nur die Bäume. Ja, jetzt müssen wir halt ein paar Bäume erstmal von Hand fällen. Und nachher, oder du müsstest halt mal runterfahren zum... Ah, du weißt noch gar nicht, wo es da lang geht. Ja, wir fällen hier mal ein bisschen was. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir sie klein sägen. Ja. Welche sind Bäume sollen um? Einfach mal hier alle erstmal. Aber guck, dass sie in die richtige Richtung fallen. Ja, wenn die auf so einen John Deere fallen, ist nicht gut. Ich markiere dir mal ein paar. Okay. Ups. Ist es normal, dass er sagt, ich habe keinen Zugang zu dem Land? Jo, wahrscheinlich schon. Jetzt. Oder? Er sagt immer noch. Verstehe ich nicht. Moment. Moment. Habe ich hier die falschen Bäume markiert? Ja, ich habe die falschen Bäume markiert. So ein Mist. Den hier. Den hier kannst du. Kann ich das wieder wegradieren? Sonst muss die Gemeinde das wegmachen. Okay. So, dann erstmal den ersten. Jo, mach mal. Ich säg den zweiten hier schon mal gegen.